Sehen ist die wichtigste Sinneswahrnehmung im Straßenverkehr. Eine einwandfreie Beleuchtungsanlage ist deshalb die Grundvoraussetzung für das sichere Fahren bei Dunkelheit. Sie müssen Hindernisse rechtzeitig erkennen können und von anderen rechtzeitig erkannt werden. Alle zugelassenen Fahrzeuge sind mit einer den Erfordernissen entsprechenden Beleuchtungsanlage ausgestattet. Welche Fehler und Mängel an der Beleuchtungsanlage aber führen nach wie vor zu Störungen, Behinderungen oder Fehleinschätzungen durch andere? Dazu die folgenden Demonstrationen in dieser lichttechnischen Versuchsanordnung. Unser Versuchs-PKW ist mit einwandfreien Bilux-Lampen ausgestattet. Bei aufgeblendeten Scheinwerfern erkennen wir die Fußgänger an dieser Stelle deutlich. Bei abgeblendetem Licht sind sie erst hier eindeutig wahrzunehmen. Wir tauschen nun die einwandfreien Bilux-Lampen gegen gealterte, also stark geschwärzte aus. Hier die Sicht bei einwandfreiem Abblendlicht. Nun die geminderte Lichtleistung mit gealterten Lampen. Erst gefährlich nah vor unserem Fahrzeug nehmen wir die Fußgängerin wahr. Noch einmal die Ursache links im Bild und der Vergleich der Sichtweiten. Hier wird die Lichtleistung durch defekte Reflektoren vermindert. Im Versuch zunächst die Sicht mit einwandfreien Reflektoren. Jetzt das Licht aus defekten Scheinwerfern. Wieder die Ursache und die unterschiedlichen Sichtdistanzen. Hier die dritte Ursache. Stark verschmutzte Scheinwerferscheiben. Die dadurch verminderte Lichtleistung wird oft sträflich unterschätzt. Ursache und Wirkung. Bei Dunkelheit oder schlechter Sicht müssen Sie die vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtungen an Ihrem Fahrzeug einschalten. Das ist der Fall, wenn Personen oder Fahrzeuge in einer Entfernung von etwa 300 Metern nicht mehr deutlich wahrzunehmen sind, und zwar innerhalb und außerhalb von Ortschaften. Eine einwandfreie Beleuchtungsanlage garantiert jedem Kraftfahrer, gut zu sehen und gesehen zu werden. Nimmt man die Beleuchtung erst in Betrieb, um selbst zu sehen, ist es für das Gesehenwerden zu spät. Einen solchen Geisterfahrer haben Sie sicher selbst schon erlebt. Das andere Extrem ist das Geblendetwerden. Neben dem Blenden durch volles Scheinwerferlicht gibt es im Wesentlichen drei technische Ursachen. Erstens. In der Höhe falsch eingestellte Scheinwerfer, aber auch Nebelscheinwerfer. Zweitens, falsch eingesetzte Lampen oder Reflektoren. Und drittens, verschmutzte oder nasse Windschutzscheiben innen und außen. Durch Blendung verringert sich Ihre Sichtweite und Sie nehmen weniger Kontrast wahr. Der linke PKW verfügt über normal eingestellte Scheinwerfer, der rechte über falsch eingestellte. Auch falsch eingestellte oder fehlerhaft montierte Nebelscheinwerfer können gefährlich blenden. Falsch eingesetzte Bilux-Lampen und verkantete Reflektoren rufen einen Blendeffekt hervor, der von den meisten Kraftfahrern unterschätzt wird. Links mit einwandfreiem Licht. Rechts falsch eingesetzte Bilux-Lampen. Die Blendwirkung wird gefährlich, je mehr wir uns der Sichtposition des Fahrers nähern und zusätzlich eine verschmutzte Frontscheibe einbeziehen. Selbst bei mittlerem Tempo würden Sie die Fußgänger zu spät erkennen.
Für die tägliche Fahrpraxis hier die folgenden Tipps. Spätestens, wenn die meisten Fahrzeuge mit Licht fahren, sollten Sie die Beleuchtung einschalten. Bedenken Sie, dass auch die ständig wechselnde Landschaft und die Farbe Ihres Fahrzeuges die Erkennbarkeit beeinflusst. Es ist gefährlich, wenn Sie die Fahrzeugbeleuchtung zu spät einschalten. Nicht nur für Sie selbst, sondern auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer. Oder haben Sie den Entgegenkommenden rechtzeitig erkannt? Fahren Sie nicht mit Standlicht. Besonders bei Fußgängern kann es zu Fehleinschätzungen über die Entfernung und Geschwindigkeit der sich nähernden Fahrzeuge kommen. Säubern Sie öfters die Scheinwerferscheiben. Neben den Fußgängern sind Radfahrer die gefährdetsten Verkehrsteilnehmer im Dunkeln, wenn die Beleuchtung nicht funktioniert. Viele Radfahrer unterschätzen die Gefahr, in die sie sich und auch andere bringen. Es kann nicht nachdrücklich genug gesagt werden. Wer in der Dunkelheit mit defekter Fahrradbeleuchtung fährt, riskiert sein Leben. So simpel es klingt. Die Fahrradbeleuchtung ist wie folgt zu definieren. Vorn eine Lampe und hinten eine Schlussleuchte. Die Pedalen müssen gelbe Rückstrahler besitzen. Die Lampe dient zum Sehen und gesehen werden. Beides ist gleich wichtig. Die Schlussleuchte macht den Radfahrer für ein nachfolgendes Fahrzeug sichtbar. In diesem Zusammenhang noch ein praktischer Rat. Wer öfter im Dunkeln unterwegs ist, für den lohnt sich die Anschaffung eines Batteriebehälters. Der Vorteil? Die Beleuchtung brennt auf, wenn das Fahrrad steht. Das bedeutet mehr Sicherheit für Sie und den übrigen Verkehr. Sie fahren sicherer, wenn alle Beleuchtungselemente an Ihrem Fahrzeug in Ordnung sind. Sie können gut sehen und werden von anderen rechtzeitig erkannt. Dann wird auch eine solche Begegnung nicht zu einer Gefahrensituation.